So Leute, bevor das eigentliche Video losgeht, ja, bleibt auf jeden Fall dran. Das, was ihr heute sehen könntet, könnte euch vielleicht verstören, aber ich sag euch, es lohnt sich, wenn man das so sagen kann. Wir hatten letztens Fortnite gestreamt, also Dadosh und ich im Duo, und es war katastrophal. Also so einen schlechten Fortnite-Tag hatte ich noch nie. Wir haben so hart kassiert, wir haben keine geile Runde zusammenbekommen und wir waren echt demotivierend. Aber dann kam mir die Idee. Ich habe gesagt, ich werde den Stream nicht ohne eine geile Runde beenden. Und ich habe eine geile Runde gebracht. In einem anderen Spiel, was ich in der Hinterhand hatte. Ein Ass im Ärmel, könnte man sagen. Und dieses Ass im Ärmel werde ich euch jetzt zeigen. Ihr seht den Stream-Ausschnitt, wie er war. Ein Stream so legendär, wie lustig. Einer meiner Lieblingsstreams in diesem Jahr, muss ich ehrlich sagen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Schmuckstück an Software und Internetfortschritt. Ein Spiel sondergleichen. Lasst euch verzaubern und viel Spaß bei der Runde. Bam! Ja? Neue Map wird natürlich gespielt. Ja? Solo. Action. WTF ist das? Das sagt ihr jetzt alle noch, ja? Man wartet ab, bis ich spiele. Ja? So, Dadosh. Hä? Hä? Leckt leider gerade, wohl US-Server. Passiert halt, ne? Kannst du nichts machen. Aber, ja? Erstmal hier eine AK aufheben. Die fehlt zum Beispiel noch in Fortnite. Ja, ich kann auch bauen. Builder Pro. Zack, guck mal hier, wie. Aber du spielst gerade auf dem Handy, oder? Hier bin ich schon ein bisschen krasser als gerade. Ja? Na, guck mal, wie geschockt die Leute im Chat sind. Oh, jetzt hier. Achtung, das ist am Anfang. Erstmal werden alle Spieler gezeigt. Auch krass. Das sind die mit den hotten Skins, die Fashion Master. Aber es gibt nur einen Trendsetter in dieser Runde, ja. Das bin ich. So, los geht's. In meinem Battle Taxi werde ich jetzt. Have you heard the story about Aurora Valley? The story wo fliegen wir? Ich stehe ja nicht mal Oma. Es gibt immer einen Spieler, mit dem ich jetzt heute schon 8 Battles hatte, der immer teurer war als meiner. So, in dem Taxi wird viel Werbung gelabert. Ja, deswegen gehen wir heute mal nach Varenville. Das ist mein Lieblingsspot. Ein bisschen laut, ja. Das Spiel ist im Steam positiv bewertet und hat echt 5000 Spieler am Abend. Ich bin übrigens schon Level 17, ja, wir sind in Season 3. So, Achtung, jetzt kommt der geile Gleiter. Auch wesentlich geiler. So, man braucht hier auch Baumats, aber es gibt nur eine Art von Mats, die upgradest du im Laufe des Spiels. Deswegen einfach erstmal alles anhacken mit seinem Staubsauger. Aha. Ja, warte. Es gibt hier sehr, sehr coole Sachen. Ja, eine Scar schon mal gut, damit werde ich schon mal gleich abgehen, ja. Du kannst sogar First-Person-Runden spielen, auch das ist schon drin, voll animiert. So, 3 Kisten holen. Das ist Season 3. Ja, ich bin Level 17. Ich spür schon. Ist ein gutes Handy-Game. Also für ein Handy-Game ist das wirklich gut. So, Autosniper. Spielst du das gegen Handy, Leute? Nee, jetzt werden leider nicht. Jetzt gegen Desktop, Leute. So. Ein Autosniper reicht. Inventar, super smooth beim Laufen, problemlos zu sortieren. Ja? Schon mal ein krasser Vorteil. So, Crafting ist auch drin, dadurch, falls du das nicht wusstest. Jetzt, wo ich nämlich gerade Crafting-Mats sehe. Vielleicht, wenn du noch dran bleibst, zeige ich dir, wie ich eine War Machine baue. Also ein Auto, was mich übers
übers Schlachtfeld trägt, mit dem ich schießen kann. Okay, aber das muss dann langsam Action kommen, weil sonst schaltet ab. Nee, das braucht Zeit. Ja, du musst ja auch gut equipped sein. Ja. Okay, warte, kann ich schon craften? Ja, könnte ich. Das Ding fährt aber leider nur 3 km/h. Das bringt mir jetzt noch nicht. Ich muss auf eine Base zufahren, damit mir das was bringt. Vex guckt gerade auch mit einem traurigen Smiley im Chat. Er sieht nämlich, was er hier verpasst hat, schon seit 3 Seasons. Ich glaube, er ist einfach traurig, weil er an Ego-Shootern oder Shootern generell scheiße ist. Und deswegen der Spiel gar nicht spielen kann. Ich werde hier heute noch einen Winner spielen, habe ich gesagt, ja. Oh, Schild gefunden, ja. Die hier eine Burstwaffe habe ich liegen lassen, das ist nicht so meine. Ja, ich bin auch hier eher so auf Scar. Muss ich ja leider sagen, ja. So. Oh, nochmal Baumatz. Hast du R2D2 da irgendwie links von dir rumstehen? Ich weiß leider nicht, was mein Kumpel macht, ja. Wofür der wirklich da ist, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht gibt er mir gute Tipps, ja. Aber jetzt will ich dir mal meinen Gunfight zeigen, ja. Ich bin sehr gespannt. Ein Building-Fight. Die meisten bauen halt noch nicht. Deswegen ist das Spiel so cool. Oh! Zerstört! Bumm! Ja? Hast du gesehen? Jetzt sehe ich das erst. Wieso hast du Wallhack in deinem Gerüst? Die Wand ist kaputt gegangen. Ja, die ist schon kaputt. Du schießt die einzelnen Teile kaputt. Du kannst dann sogar durchschießen. Ja, hast du gesehen, wie schnell ich drauf war? Wie mein Aim on Point war? Waffenskins sind übrigens schon drin. Ja, alles, was du dir vorstellen kannst, ist schon am Start. Zack. Baum natürlich stehen lassen, nicht, dass die anderen sehen, wo du bist. Bist schon am Runterladen, oder? Ich spiel schon nebenbei. Kann ich. Guck mal hier, das ist auch ein praktisches Ding, ja. Das ist eine Magic Box. Wenn ich volles Schild habe und Schild finde, du kannst Schild nicht in die Tasche packen. Ja, du benutzt es immer direkt. Aber mit der Magic Box kannst du das in dieser Box speichern. Und wenn ich 6-mal Schild gefunden habe, kann ich 1 da rausnehmen. Und dann habe ich aber immer noch 5 drinne. So, das heißt, das ist die einzige Möglichkeit, Schild zu transportieren. Ist ja verrückt. Ja, nicht wahr? Ja. Nicht wahr? Crazy, was dieses Spiel alles zu bieten hat. Das ist Wahnsinn. Und es gibt so viele Biome auf der Map, die sind ja alle unterteilt. Es gibt alte Städte, Westernstädte, Wüste, Schnee, alles gleichzeitig, ja. Tropen, ja, Holland ist auch Wahnsinn. Drin. Wahnsinn. Ich suche mal noch einen Feind, ja, lass mich mal zu einem Airdrop kommen. Oh, blaue Shoddy, aber Shoddy ist hier kackegal, weil hier ist gar alles, ja, du brauchst nur eine Waffe eigentlich. Und wenn du richtig lame bist, nimmst du einen Raketenwerfer, ja, weil der ist richtig gut. Okay. Ja, die Ballons, die gab's hier auch als Falle, ja. It's a trap. Die ganzen Non-Subs haben geschrieben, wenn du es gewinnst und mindestens 5 Kills hast, dann subben die alle rein. Echt? Haben die? Ja, haben alle geschrieben. Bei 5 Kills? Okay, dann schenke ich mich noch ein bisschen an. Freaky wollte auch 10 Subs verschenken, oder? Oh, ich werde beschossen. Direkt bound. Er baut auch. Oh, er ist gut. Wir bauen direkt hoch. Hoch! Er ist gut, ja. Aber nicht schnell genug. Übrigens, oh, ich zeig dir noch ein gutes Feature dadurch. Willst du noch was sehen? Zeig mir mal noch. Oh, warte, wenn ich den da besiege. Ja. Das ist ja Long Range. Deswegen drücke ich ihn einfach mal direkt ein paar Shots. So, nee. Es gibt noch ein geiles Feature. Du kannst im Hauptmenü, ja, kannst du Custom Builds einstellen. Jetzt fragst du dich bestimmt, was ist das? Was ist das? Du kannst eine Sache, ein vorgefertigtes Gerüst, dir aufbauen und abspeichern. Das heißt, du könntest, hier, pass auf, ich zeig dir eben, was ich hab, das ist das Standardding, zack, direkt ein Kasten, 4 Wände und eine Rampe, ja. Du kannst aber auch alles andere bauen, was du willst. Du kannst das da vorher einstellen, kostet dich natürlich dann so viel Mats, wie du sozusagen dafür ausgeben wolltest, ja. Krass, oder? Das ist krass. Ne? Wie viel einfacher das für uns wäre. Das ist Wahnsinn.
So. Weiter. Ja, weiter geht's. Bei 12 Kills. 2, ne? Bei 2 Kills. Er hat 12, der hat sich verschrieben. Er wollte bei 1, 2 Kills subbe ich, glaube ich. Hat er, wollte ja, das Kommata vergessen. Ja, ja, ja. Nee, aber die Non-Subs haben wir geschrieben. Bei 5 Kills und Victory Royale, ne? Dann subben die alle rein. Also ich erwarte mindestens 35 Subs. Ist das ein Product Placement? Nein, ist es wirklich nicht. Ja? Ich habe das Spiel wirklich gesehen. Hab eine Runde gezockt und hatte eigentlich, ach komm, jetzt für einen Gag hat Spaß gemacht. Und deswegen, gerade weil Fortnite so schlecht lief, habe ich mir gedacht, komm, mach ich das jetzt einfach im Stream. Ist kein PP oder sonst was. Ich möchte trotzdem anmerken, ich bin schon Level 17. Meine Win-Chance ist bei 75%. Ja? Ah, nicht schlecht. Der Win, der Misando hat geschrieben, beim Win gibt's 100 Euro. Das glaube ich nicht. Also könnt ihr ihn alle taggen, wenn der Misando nämlich nicht donatet, dann, ne? Oh, guck mal hier, Twitch Visage ist gerade down gegangen, ja? Und ihr redet, oha, von Bots. Ja? Ist ein ganz großer Twitcher auch. Da ist der nächste. In Japan. Bam, weißt du? Boden, Boden, Rampe. Oh, er hat schon verstärkte Wände. Dazu komme ich gleich zu der Erklärung. Ja. Aber er hat erstmal kassiert. Du kannst, ja, in dem Spiel auch leveln. Oben links steht Level 1 bei mir. Aha. Ja, aber pass auf. Ja. Wenn ich den da jetzt geholt habe, dann drücke ich jetzt in die Workbank. Hier, nee, das ist halt gelogen, ist das Falsche. Doch, ist richtig. In die, und dann muss ich irgendwo, kann ich meine, warte, erst blute ich den. Ich kann meine Materialien upgraden, dann werden die Wände anders. Guck, der hat nämlich so dunkelblaue Wände, ja. Der hat schon T2-Wände, sind das. Und die kannst du bis Gold hochpushen. Da hast du T4-Wände, die halten einfach mehr aus. Ich frage nur, warum ich das noch nicht machen darf. Ich habe zu wenig Baumatz. Hier ist der Flammenwerfer übrigens drin. Ja. Den kennst du noch nicht, hä? Nee, den kenn ich noch nicht. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen was abholzen. Dann gucke ich mal, ob ich leveln darf. Wir leveln heute noch hier. Guck mal, schon habe ich fast 1000 Zuschauer dadurch. Ja? Ja. 200 Leute noch dazugekommen. Grüße gehen raus an alle Neuen. Ich bin momentan einer der Top-Streamer. Ich glaube, du bist der größte deutsche Streamer, nee, der das spielt. Der größte deutsche Creative Destruction Streamer. Beste. Meinst du, ich bin auch gerade der Beste? Ich glaub, du bist auch der Beste, bin schon krass. Also meine Stats sprechen für mich. Du brauchst noch einen Kill, ne? Und dann musst du das Match gewinnen. Ne? Ja, ich überlege. Da, hier, leveln. Zack. Level 2. Ich gehe aber schon direkt hoch bis Level 3, ja? Level 5 ist Maximum. Wir wollen Sniper-Kills sehen. Ja, dafür muss ich ein paar Airdrops holen. Und ich bin mal auf dem Weg. Scheiße, die Zone kommt, weil ich jetzt so viel rumgealbert habe. 50 Euro dann schon eine zweistellige Kills ergatterst. Erstmal muss ich jetzt aus der Zone raus. Oha, nicht, dass du jetzt daran stirbst. Oh nein, ist mir noch nie passiert. Ist mir wirklich noch nie passiert. Das Wohnmobil fährt nur 3 km/h. Ich glaube, es fährt langsamer als ich laufe. Aber damit kannst du halt auf eine Base zufahren. Ja, sofern es nicht rumbackt ohne Ende. Ist mir auch schon mehrmals stecken geblieben, kaputt gegangen. Ja. Wohnmobil, aber ihr wollt es sehen? Okay. Die Zone killt instant. Ich hoffe nicht. Da steht gerade im Chat. Du als größter deutscher hier Creative Destruction Streamer solltest doch mal wissen. Ja, aber ich bin ja noch nie in der Zone gewesen. Ach, als guter Spieler. Ja, machst du das ja nicht. So. Zweistellige Kills und den Win, dann gibt es. Schüsse von links von mir? Ja? Ja, töte ihn. Mach ich auch. Da baue ich nicht mal, weil das ein Lappen ist. Ja, das ist gut. Er baut C2. Er wird von links noch beschossen. Da will mir einer den Kill klauen. Aber nicht mit mir. Denn erstmal hole ich mir den. Weiche dann ein bisschen links, rechts aus. Oh, der will den looten, hat aber kassiert. Rocket Launcher Print. Und? Kannst gleich stehen bleiben da draußen. Zack! Und! Combo. Ja, möchte ich nur mal sagen. Was hältst du davon? Nicht schlecht, das war auf jeden Fall on point, ne? Okay, ich brauche noch 4 Kills, leben aber nicht mehr so viele. Ja, das wird schwer. Okay, ich glaube, es wird Zeit. Für ein Wohnmobil. Jetzt muss ich das Ding selber einholen. Ich habe es leider noch nicht anders rausgefunden. Oh nein. Und
bin ich im Warmobil unterwegs und das Ding hängt am Stein. Tja, das war mein Warmobil, ist jetzt kaputt. So, hat aber gute Dienste geleistet, fand ich. Die Zone kommt. Ja, okay. Na, was sagst du, hä? Ist geiles Ding auf jeden Fall. War nicht schlecht. Kann man machen eigentlich so. Ist leider am Stein hängen geblieben. Schade. War echt knapp. Und jetzt kümmere dich mal um weitere Gegner. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich muss reinpushen. War noch ein paar Mats. Manche verstecken sich in Häusern. Es gibt die Tryhards, die haben einfach so viele Mats, dass sie mich gleich wegbilden. Aber nein, das wird dir nicht passieren. So, übrigens. Zack, Zone wird auch angezeigt. Jetzt kann ich aus meinem Zauberkasten mal ein Schild nehmen, weil ich gerade Damage bekommen habe. Ja, auch das demonstrieren. Sehr gut. Den Rubik's Cube. Bam, 5 von 6 Ladungen habe ich noch, bin wieder voll. Da vorne ist ein Gegner. Sehr gut, töte ihn. Okay, okay. Der steht natürlich jetzt erstmal beschissen. Will aber sich auf das Duell einlassen, kann ich verstehen. Dann geht er davon aus, hier auf Handyspieler zu treffen und nicht auf irgendwelche Streaming-Legenden. Der erfolgreichste deutschen Creative Destruction. Guck mal, wer sich da drin verstecken wollte. Hast du das gesehen? Jetzt sehe ich es gerade. Oh ja, das ist ja viel. Zerstört. Ja? Einfach Grim Reaper. Direkt in die Lobby geschossen. Zack, nächster Gegner gesehen. Da baue ich mir mal eine Rampe. Deckung nach links. Der kommt da nicht hoch. Okay, der ist nicht so gut. Drei musst du noch töten. Drei muss ich noch killen? Oh, da muss ich jetzt richtig rein tryharden. Ich glaube, ich muss pushen dann einfach. Du musst dann einfach pushen. Ich muss einfach pushen. ...1045 Zuschauer dadurch. Ja, das Spiel weißt ist du Bescheid? Legendär, ne? Das neue Fortnite. Das zieht. Okay, das ist eine ganz fiese Ecke. Wenn du hier den richtigen Skin hast, kannst du dich hier gut reinsetzen. Ist ja komisch. Oh nein! Kein Problem. Das Problem, was den meisten halt fehlt, ist das Aim, ja? Und da bin ich halt ziemlich crazy. Ah ja, das ist auch mein Problem mit Shootern meistens. Die Zone killt okay. Instant, ne? Ja, gehört. Deswegen zwei ganz schnell Gegner. Ran looten. Zwei Gegner noch. Und du hast aber noch vier Gegner vorher. Also du könntest ja locker 10 Leute töten. Dann werden wir das machen, oder? Ja, solltest du auf jeden Fall tun. Hier, soll ich das machen? Ja, mach mal. Okay, okay, ich bin dran, Darosch. Bin ich gut. Du musst den Raketenwerfer nachladen, ja? Schüsse links von mir. Jetzt pass auf, das ist riskant, ja? Aber meine Wände sind ja so krass schon, dass ich hier einfach drüber bauen kann. Ist mir egal, ob die das runterschießen sollten. Wo waren die Shots? Von wo wurde geschossen? Kann ich dir leider nicht sagen, ne? Den musst du selbst suchen. Oh nein. Ich sehe ihn. Oh, godlike, Dadosch. Hast du ihn gemacht? Das ist ja verrückt. Den sehe ich. Jetzt hole ich noch was aus meinem Zauberkasten. Okay, jetzt brauchst du noch einen. Ich meine, okay. Jetzt easy ein Gegner, wenn er nicht an der Zinne stirbt. Der war gar nicht so schlecht jetzt. Der Dude hat gut Damage gemacht, aber was willst du machen? Was willst du machen, wenn ich schieße, ja, ne? Ja. Alter, der hat eine goldene Sniper gehabt. Ich glaube, wir gehen jetzt Ham. Geh mal Ham. Aber nicht choken jetzt, ne? Der letzte Kill. Oh, der hat noch. Und du musst gewinnen. Okay, okay. Hatte der eine goldene AK? Der hat eine goldene AK. Ja. Okay, boah. Goldene AK und goldene AWP. Ja, und trotzdem keine Chance gehabt gegen mich. Jetzt gleich einen Sniper-Header. Raketenwerfer nachladen. Zwei Gegner noch. Sehe ich da einen? Oh. Okay, okay, okay. Contenance.
Da bin ich ein bisschen aufgeregt jetzt. Sollte es auch sein, geht ja um alles hier gerade. Könnte meine beste Runde werden. Ja, und das live im Stream, ne? Und das als auch noch live. Als größter deutscher Creative Destruction Streamer. Ja. Vielleicht sogar als weltweit gerade, kann das sein? Wahrscheinlich. Okay, da baut einer gerade hoch. Ja, deswegen, der hat auch eine gute. Ja, wie es aussieht, der größte, ja. Der nächste, der nachkommt, der 13 drüber. Ja, aber der ist vielleicht auch krass. Wahrscheinlich. Hast du ihn getötet oder noch nicht? Ja! Er war am Lecken, weißt du, von wo spielt der? Das ist ja eine Frechheit. Oh! Okay. Oh, dadurch. Und vorbei, der ist an der Zone gestorben. Also hast du genau das erfüllt, und was gewonnen. Die Leute gesagt haben. Ja. Ja, meine Freunde, also wir erwarten jetzt 50 Subs, 50 Euro Donation, 100 Euro Donation und ich glaube, irgendjemand hat noch 1000 Euro geschrieben. Ich glaube, eine Mille war drin. So, aber ich guck mal hier, Achtung, MVP könnte man sich hier zum Beispiel angucken. Was war der krasseste Move? Ja, den hat Temo gemacht. Kannst du alles nachsehen? Ja. Guck dir den Sniper auch an. Gut, auch wie das alles nachlädt. Also ja, ja, das, ja, gut, das passiert. Der ist ja noch in der Early Access, ja. Aber er war halt der MVP gewesen, ja. Guck mal, wie er gebaut hat mit seinem Custom-Build. Ist ein langer Move. Ja, ja okay. Also, ist eine lange Szene. Okay, okay. Er hat sich auch. Ja, sprengt er das weg. Oh, Header. Und wie. Das war krass. Das war der MVP-Move gewesen. Ja. Und jetzt kannst du dir am Ende noch, und das ist ziemlich geil, das ist wirklich geil, auf der Map anzeigen lassen, wo du lang gelaufen bist und was du gemacht hast. Du siehst deine komplette Route. Das ist wirklich echt gut. Du kannst hier sehen, wo ich gelandet bin und welchen Weg ich abgelaufen bin, wie viele Kills ich gemacht habe. Das ist ein Mega-Feature. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Gewonnen. Save Video. Zack. Replay gespeichert. Kommt auf YouTube. Kommt auf YouTube, ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.